Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir hocken immer noch hier und jetzt kommt er endlich zu uns. Also ich hoffe, der geht wieder seine Runde und entdeckt uns nicht. Unser Vorteil ist natürlich, dass zufällig mit ihm jetzt auch wieder die beiden Hübschen da vorne zu uns kommen. Ah, jetzt gehen sie wieder. Gut. Das heißt, wir haben eine kleine Chance. Ich hoffe, er sieht uns nicht. B ist, glaube ich, dann für Verhör. Schnell. B ist Fernglas. Wir hatten gerade das Fernglas ausgerüstet. Oh, wie lustig. Okay. Dann verhören wir ihn mal. Die Amerikanerin wird in dieser Basis festgehalten. Sag mir wo, sonst durchlüfte ich deinen Schädel. Okay. Un americano? Si, culero. Frau, Mitte 40, blondes Haar. Ja, ich weiß, wo sie ist. Ich zeig's Ihnen auf der Karte. Lass ihn doch. Walker, wir wissen, wo Bowman steckt. Ich schicke dir einen Wegpunkt. Aber bitte warte auf uns, bevor du irgendwas unternimmst. Entspann dich. Alles nach Vorschrift. Bis gleich. Entspann dich. So. Story-Einsatz. Zweimal Story-Einsatz, okay. Wie komme ich von hier wieder hoch? Ich glaube, von hier komme ich gar nicht mehr hoch. Das heißt, wir schleichen uns raus. Hier rein? Ich glaube, hier geht's auch rein. Hier könnte das Datenzentrum sein. Mal sehen, wohin der Tunnel führt. Oh, yes. Ist einer mit Maschinenpistolen. Zielgesichtet sind 20. Natürlich ist er schon da. Das wurde auch Zeit. Dieser Kerl will mir nicht die Handschellen abnehmen. Und jetzt? Sie kommen genau richtig. Die Sache wurde langsam etwas stressig für mich. Wir sind nicht hier, um Sie zu retten, Bowman. Wir kommen Sie holen, weil ich ein paar Fragen an Sie habe. Was meint er damit? Später, wir müssen jetzt los. Geben Sie mir eine Waffe oder was? Walker erwartet Antworten. Wie lange waren wir zusammen im Einsatz? Hey, das reicht. Ich markiere ein Safehouse auf der Karte. Dort können wir reden. Die Musik jetzt. Yeah.
Das ist jetzt so rockige Musik. Lustig. So, gut. Die Hauptquest machen wir danach, wenn die weg ist. Wenn sie in Sicherheit ist. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Ja, ich weiß. Wir waren hier schon eine halbe Stunde lang. Alles sauber. So. Feinde, passt auf. Wir gehen jetzt da. Unitatsoldaten. Sag mir wo. Am Schießstand. Kommen wir hier hoch? Das macht am Ende Tag Sinn. Gut. Ja, dann haben wir sie. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Also ich bin eigentlich für sie. Also es wäre zwar interessant, warum sie das gemacht hat. Ja. Aber ist jetzt nicht unbedingt was wichtig für uns. Also finde ich, also ist zwar, ja, für einen Walker ist es blöd, dass er, also scheiße, dass er wegen dem Ingenieur eben seine Leute verloren hat. Okay, wir sind cool. Das ist schön, dass ihr cool seid. Naja, aber an sich hat er ja seine Rache bekommen. Also er hat den Ingenieur, der das alles nur wegen seiner Familie gemacht hat. Lassen Sie mich raten. Sie haben mich über den Skelltech-Ingenieur aufgespürt. Und jetzt gibt es wilde Spekulationen, was ich vorhabe. Mir muss niemand sagen, was Sie vorhaben. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und jetzt denken Sie wohl, Sie hätten alles rausgefunden und kennen das Gesamtbild, oder? Heben wir uns das Geplauder für das Safehouse auf. Wie gesagt, ich bin definitiv nicht auf der Seite von Walker. Der nervt mich zu sehr. Die Musik ist gerade ein bisschen zu krass treibend. Finde ich, also
Finde ich cool, dass sie jetzt außer Atem war. Also, erstens wegen der Aufregung und zweitens halt wegen dem Marsch. Kommen die da auch runter? Ja, die gehen auch so rum. Das ist in Ordnung. Das sind unsere Leute, ne? Ja. Dann schauen wir mal. Okay, genug mit den Spielchen. Was soll das alles? Ja, worum geht's? Sie helfen, Staatsgeheimnisse zu stehlen und geben sie weiter an Unidad. Ich habe gar nichts gestohlen. Ich habe geholfen. Einem feindlichen Spion. Moment mal. Ich hatte den Befehl, ihn zu beschützen für die Interessen der USA in Bolivien. Und das bolivianische Volk. So reden Verräter. Was ist mit der Loyalität zu Ihrem Land? Sie hätten ihn sofort töten sollen, als er die Seiten gewechselt hat. Scheiße, wenn Sie so einen Mann schützen, was hält Sie ab, Selbstinformationen zu verkaufen? Fick dich! Ich hatte Befehle und hab sie befolgt. Befehle? Befehle? Ihre Befehle haben meine Männer getötet. Sie haben dem Feind geholfen. Stecken sich Ihre Befehle in den Arsch! Walker. Das hier wird schmutzig. Wir werden bezahlt, um im Dreck zu wühlen und wir bleiben nur so sauber, wie wir können. Zumindest kenne ich meine Seite. Also, der Verlust ihrer Männer tut mir leid, wirklich. Ich mag wie die Spinne im Netz erscheinen, aber ich habe nicht das Sagen. Ich befolge Befehle. Bullshit. Am Boden haben Sie das Sagen. Sie entscheiden, ob Sie einem Befehl gehorchen. Hör zu, du warst da draußen. Die Situation ist total verfahren. Bowman ist da scheißegal. Du vertraust der Frau. Irgendwem muss man vertrauen. Ja. Okay. Dann vertraue ich dir. Und vorerst auch ihr. Passen Sie auf, Bowman. Sie sind schuld am Tod von zwei Männern. Und wenn Sie nur ein Müh vom Recht abweichen, treibe ich diese Schuld wieder ein. Walker ist ein guter Teamleiter. Ihm liegt das Wohl seiner Soldaten am Herzen. Zwischen Pflicht und Freundschaft muss man die Pflicht wählen. Ja, aber ich weiß nicht, ob Walker das auch so sieht. So, Bowman hat die Einladung von Chase Gell erhalten. Ja, und da wird er auch hingehen und ein bisschen Ramazamba machen. Beziehungsweise, also, das ist echt lustig, also, ich mach das, ich fliege. Ich hab ja... Ich sitze, los geht's. Die Beta... Die Beta vom, von Breakpoint gespielt. Und ja, und weiß natürlich oh, da. Die finstersten Geheimnisse der Unidad lagern auf einem Server in der Jaguar-Basis. Dringen Sie dort ein und beschaffen Sie die Daten. Ich mache diese Arschlöcher fertig.
Gut. Genau, also, wir... ja, jetzt denken sie, wir sind abgestürzt. Gut. Nee, also, das Problem ist halt, dass ich jetzt schon weiß, dass der Walker böse wird. Aber... aufpassen, Gegner im Bereich. Ich bin nicht überrascht. Überhaupt nicht überrascht. Nur weil ich von überhaupt nicht. Gut. Finde den Hausherr, der ist da unten. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Feind gesichtet. Irgendwo da vorne ist noch einer. Da. Nee. Hä? Egal. Tango Nummer 3. Komme ich hier nach unten? Ja, komm. Gut. Der Kampf im Vorposten. So, mal schauen, ob wir da auch leise reinkommen. Sieht aber ziemlich gut abgekapselt aus. Ich weiß nicht, ob ich hier rüberkomme. Also jeder normale Mensch würde hier rüberkommen. Aber wir sind ja Special Forces. Also Ghost. Wir kommen da nicht rüber. Vielleicht aber da. Nee, das ist... ich glaube, wir kommen da allgemein nicht rüber. Ja, doch, da. Wie praktisch. Es ist wieder mal sehr hell. Das Lustige ist, ich kann selbst kaum sehen, also... warte, ich mach mal so. Wenn man schon mal die Technologie hat. Super. Jetzt geht's wieder, oder? Ja, glaub schon. Warte, wobei. Ich kann ja hier auch nochmal. Sieh einen Soldaten, er ist allein. Dicht am Tank. Ja, der Tank ist uns jetzt vollkommen egal. Wie lange denn noch? Komm mal zu mir. Bei mir sammeln. Roger, in Bewegung. Alles okay. Gut. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Brauchst du gerade sagen? Die finstersten Geheimnisse der Unidad lagern auf einem Server in der Jaguar-Basis. Ich lege an. Dringen Sie dort ein und beschaffen Sie die Daten. Ich mache diese Arschlöcher fertig. Wieso wurde der jetzt entdeckt? Das ist das Terminal mit Zugriff auf das Hauptsystem. Und wo hast du den jetzt gesehen?
Hier ist niemand. Spacko. Bin drin. Ihr passt auf, während ich Bowman die Dateien hochlade. Hier sind scheiß viele Daten. Feinde im Anmarsch. Beschäftigt sie während der Übertragung. Ich bin am Arsch. Die kommen nämlich nicht hier. Na super. Die haben sich festgepackt. Ah, vielleicht erhalte ich noch eine Minute aus. Sich hierher gedient. Super. Danke. Gut. Das Porteln war sehr. Das war sehr gut. Hier ist auf jeden Fall kein guter Platz. Keine Chance. Die Leute sind einfach zu dumm. Gut, dann ja, gehen wir das nächste Mal nochmal runter und mal schauen, ob meine Kollegen schlau genug sind, um mitzukommen. Oh Mann, solche Idioten. Gut, also bis dahin. Macht's gut, bye bye.